Also mittlerweile besteht Create Your World eigentlich aus drei Säulen. Es hat sich entwickelt aus der Kategorie U19 des Prix Ars Electronica, den es schon seit 1998 gibt mittlerweile. Rund um das hat sich 2011 das Create Your World Festival entwickelt, das eben dieses Festival im Ars Electronica Festival eigentlich hieß. Und seit 2015 gehen wir auch direkt an Schulen und präsentieren dort genau in Workshops, im Schulalltag sozusagen das, was sie hier auch gemacht haben. Und das ist eigentlich großartig, weil das macht das Ganze jetzt plötzlich zu einer ganzjährigen Initiative, wo wir mit der Tour jetzt auch 2017 in Malta waren mit 5 Workshop-Wochen, also was jetzt auch wirklich internationalisiert wird, weil das ein edukativer Prozess ist, der voll angenommen wird, eben von wegen alternative Lehr- und Lernmöglichkeiten, ist das eigentlich total, funktioniert super. Vor dem Festival haben wir einen Wettbewerb, den wir ausschreiben, wo sehr viele Einreichungen kommen, wo wir dann am Ende 16 Gewinnerprojekte haben, die wir ausstellen und zeigen, wie sie ihr eigenes Projekt sehen und halt in Interaktion mit den Festivalbesuchern kommen und vielleicht das eine oder andere vom eigenen Projekt dann auch noch lernen. Und zusätzlich haben wir dieses Jahr Einreichungen auch ausgestellt, also welche, die nicht gewonnen haben und halt nicht in der U19 Exhibit ausgestellt sind, haben wir zusätzliche noch gefragt, wollt ihr nicht herkommen und ein Open Lab vielleicht machen, zeigen, was hinter diesem Projekt steckt. Ursprünglich aus Schalchen, bin dann in die HBLA für künstlerische Gestaltung gegangen in Linz, bin dann ins Internat gekommen und jetzt habe ich dann maturiert. Das war eben ein Teil meines Abschlussprojektes dann an der HBLA. Meine Lehrerin hat mich darauf hingewiesen, meine damalige Lehrerin, und wie ich mich dann näher darüber informiert habe, ist mir das natürlich dann auch selber aufgefallen, dass ich da mich bewerben konnte bei dem Wettbewerb. Ich möchte auf jeden Fall in der Kunst bleiben und ich werde auch bald ein Studium anfangen, Medientechnik und Design, das eben dann auch in die Richtung weitergeht. Ich möchte es weiterverfolgen. I guess machines are usually designed to achieve a task as efficiently as possible, whereas the machines that I make are as inefficient as possible, which doesn't really make sense. It's inherently absurd. I'm introducing play and whimsy into machines where they usually don't belong. As human beings, we're naturally playful creatures, so something about a playful machine we find intriguing. It's like it's almost more human. So I'm doing a workshop in Create Your World with 20 students, 20 teenagers from all around Europe. And for 5 days we're building a big machine together. In a way, they're using everyday objects, but they're using them in ways they're not normally used. So it's teaching them how to be creative and how to innovate, how to take something that we think has to go a certain way and do it a different way. That kind of thinking is like how we have new inventions and new innovations. So I think it's a really valuable learning exercise. And one of the things I like to do at the start is like each of the students has brought an object from home, and I give them an hour to just play with that object and not think about what they're going to do with it, how it's going to fit into the machine, not think about the end goal. Just think about, just play with it and see what they can learn about their object, discover, and what makes them, what tickles them.
And then later on, maybe we will use some of those things, maybe we won't. But that playtime, I think, is a wonderful way to discover. And it's something, once again, as adults, we don't often allow for ourselves because we're so focused on solving a problem as quickly as possible.